بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen heute inshallah ta'ala weitermachen mit unserer sehr spannenden Reihe über die Anzeichen des jüngsten Tages. Und wir hatten letzte Woche eine Einleitung gehabt. Eine Einleitung, wo wir uns erst einmal mit der Frage beschäftigt hatten, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dieser Thematik? Was ist der Grund? Und hatten einige Punkte genannt, wie das diese Sachen uns an den jüngsten Tag erinnern. Man beschäftigt sich mit einer Säule von den Säulen des Iman, nämlich dem Glauben an den jüngsten Tag. Man wird gewarnt vor Dingen, welche in der Zukunft geschehen werden. Sie festigen den Iman, können aber auch eine Fitne darstellen für einen Mu'min, sodass der Mu'min dann auch wirklich vorbereitet ist darauf. Sie sprechen auch einige wichtige Aspekte an, welche in der Zukunft geschehen werden, sodass wir auch erfahren, wie wir da zu handeln haben, wie beispielsweise das Gebet in der Zeit, wo der Dajjal 40 Tage auf Erden verweilen wird und ein Tag so sein wird wie ein ganzes Jahr. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns dann auch erklärt hat, wie wir da zu handeln haben. Wir haben uns auch mit der Frage beschäftigt, wie gehen wir überhaupt an diese Sache heran. Und zwar, dass wir zunächst erst einmal uns nur auf authentische Überlieferung stützen oder versuchen werden, uns nur auf authentische Überlieferung zu stützen. Und zwar ganz konkret auf authentische Quellen, den Koran und der Sunna unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann, dass wir nicht einfach so eine Überlieferung, die authentisch überliefert wurde, ablehnen, nur weil wir sie nicht verstehen, weil wir sie nicht nachvollziehen können. Sondern dass wir hier zunächst erst einmal dies akzeptieren und versuchen, sie zu verstehen. Und wenn wir sie nicht verstehen, das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala und dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam überlassen, weil wir davon ausgehen müssen, dass sicherlich noch etwas geschehen wird, was uns irgendwann einmal, vielleicht nicht unserer Generation, aber kommenden Generationen, irgendwann einmal erklären wird, was mit den Worten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemeint ist. Und hier spielt der Iman eine sehr, sehr wichtige Rolle, dass ich das überhaupt erst einmal verinnerliche. Dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas sagt oder der Koran etwas berichtet, dass ich das akzeptiere. Auch wenn ich es nicht verstanden habe, auch wenn ich nicht konkret weiß, was Allah, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam mir als Muslim damit sagen möchte, ich akzeptiere es erst einmal. So wie es die Sahaba radhiyallahu anhum ebenfalls getan haben. Sie haben die Dinge akzeptiert. Auch wenn viele oder die meisten der Dinge, von denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Zukunft berichtet hat, zu ihrer Zeit noch gar nicht eingetreten waren, aber sie haben es so angenommen, wie Abu Bakr as-Siddiq bei Al-Isra wal-Mi'raj, als die Mushrikun zu ihm kamen und sagten, hast du gehört, was dein Freund gesagt hat? Dass er in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem gereist sei und wieder zurück. Und er einfach nur sagte, wenn er es gesagt hat, dann stimmt es. Ich glaube an noch viel, viel mehr. Ich glaube daran, dass die Offenbarung von ihm, also vom Himmel auf ihn herabkommt. Ja, ganz, ganz wichtig, ja, dass wir auch diese Herangehensweisen verstehen. Was wollen wir heute machen, inshallah ta'ala? Heute gehen wir nochmal kurz auf die Unterteilung der Zeichen ein. Achso, wir hatten letztes Mal auch uns mit der Definition von den Zeichen des jüngsten Tages beschäftigt, die man auf Arabisch wie nennt. Welche Begriffe gibt es dafür? Auf Arabisch, wir hatten das auch letztes Mal gehabt, ausführlich. Welche Begriffe werden verwendet für die Zeichen des jüngsten Tages? Im Arabischen. Ja, also es ist sozusagen das Genre, die Karte, sozusagen, das sind die Bücher, die darüber geschrieben wurden, die nannte man in der Regel Al-Fitan, Al-Malachen. Al-Fitan wal Malachen. Aber jetzt ganz konkret der Begriff, die Zeichen der Stunde. Wie wird er in der arabischen Sprache genannt? Ja. Alamatus Sa'a. Was? Amaratus Sa'a und?
Nein, nicht Isharat, sondern? Ashrat. Ashrat al-Sa'a von Sharat. Sharat ist so viel wie zu sagen, also auch als Zeichen, wie bei Shart eine Bedingung, ein Zeichen dafür, dass etwas eingetreten ist. Amar ist ebenfalls Zeichen und Alam ist ebenfalls Zeichen. Gut. Was wollen wir heute machen? Wir wollen uns auf der einen Seite mit der Teilung beschäftigen und wir wollen auf die ersten Zeichen eingehen, inshallah. Wir werden uns heute mit den ersten kleinen Zeichen des jüngsten Tages beschäftigen. Kommen wir zunächst erst einmal auf die Unterteilung der Zeichen zu sprechen. Und zwar hatten wir letzte Woche auch kurz angedeutet gehabt, dass es hier verschiedene Herangehensweisen gibt, wie man die Zeichen des jüngsten Tages zu unterteilen hat. Die wohl bekannteste ist, dass man die Zeichen des jüngsten Tages in kleine und große Zeichen unterteilt. Alamat Sughra und Alamat Kubra. Warum tut man das? Das tut man aufgrund dessen, dass es eine Überlieferung von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gibt, in der 10 Zeichen gesammelt sind, welche, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in anderen Überlieferungen dann auch nochmal aufgezeigt hat, sehr schnell nacheinander eintreffen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt in dieser Überlieferung nicht, dass es sich hierbei um die großen Zeichen handelt, sondern er sagt lediglich, wie es Imam Muslim überliefert hat von Hudhayfa ibn Usayd al-Ghifari, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen kam, während sie miteinander etwas besprochen hatten. Sie haben über verschiedene anderes, über unterschiedliche Dinge gesprochen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fragte, worüber redet ihr? وَمَا تَذَكَّرُونَ Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sie sagten, نَذْكُرُ السَّاعَ Wir sprechen über die Stunde. Wir sprechen über die Stunde. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, إِنَّهَا لَنْ تَقُومْ حَتَّى تَرَوْ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ Sie werden nicht beginnen, nicht eintreten, bevor nicht vorher 10 Zeichen eingetreten sind. Ah, interessant, hier Ayat ist auch nochmal ein Zeichen, also eine Bezeichnung für die Zeichen des jüngsten Tages. Weil Ayat ist ja auch was? Ein Zeichen, ist gut, können wir noch hinzufügen. Also wir haben Alamat, wir haben Ashrat, wir haben Amarat und wir haben Ayat. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 10 Dinge genannt. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, فذكر الدخان er nannte den Rauch والدجال den Messias الدجال والدابة das Tier das Vieh وطلوع الشمس من مغربها und dass die Sonne im Westen aufgehen wird ونزول عيسى عليه عيسى ابن مريم عليه السلام das Herabkommen von عيسى dem Sohn Mariams عليه السلام ويأجوج ومأجوج ومأجوج Gog und Magog وَثَلَاثَةَ خُسُوف Und 3 Erdrutsche. خَسْفٌ بِالْمَشْرِق Ein Erdrutsch im Osten. وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِب Ein Erdrutsch im Westen. وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب Und ein Erdrutsch auf der arabischen Halbinsel. وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ Und das letzte davon ist ein Feuer, welches im Jemen erscheinen wird, oder sozusagen ja erscheinen wird, und die Menschen zu ihrem Versammlungsort, zu ihrem Mahschar treiben wird. 10 Zeichen. Wobei man sagen muss, diese 3 Erdrutsche sind jeweils 3 Zeichen. Also jeder Erdrutsch gilt als ein Zeichen. Jeder Erdrutsch gilt als ein Zeichen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat aufgezeigt, dass wenn eines dieser Zeichen eintritt, es so sein wird, wie die Perlen einer Kette. Habt ihr das mal erlebt? So eine Gebetskette oder auch eine Kette mit Perlen? Wenn sie aufbricht, was passiert dann? Sie fallen alle nacheinander direkt raus, sodass du es gar nicht mehr festhalten kannst. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt das genauso. Und er sagt, Al-Amarat kharzatun manzumatun fi silk. فَإِنْ يُقْطَعْ السِّلْكِ يَتْبَعْ بَعْضُهَا بَعْضًا Diese Zeichen sind wie die Perlen in einer Kette. Sobald diese Kette gebrochen wird,
kommt eines nach dem anderen. Also wird eine Perle nach der anderen aus dieser Kette, aus diesem Faden herausrutschen. Und genauso auch dieser Alanat. Das heißt mit anderen Worten, aufgrund dieser Überlieferung haben die Gelehrten zunächst erst einmal gesagt, es gibt diese 10 Zeichen. Und diese 10 Zeichen, die in einer Überlieferung erwähnt wurden, nennen wir Al-Alamat al-Kubra, die großen Zeichen. Während alle anderen Zeichen als kleine Zeichen betrachtet werden. Das ist eine Unterteilung, die die Gelehrten vorgenommen haben. Sonst, wenn wir uns das anschauen werden, sind eigentlich im Grunde in dem Sinne alles große Zeichen, gewaltige Zeichen, wie wir noch heute sehen werden, die Erscheinung unseres Propheten, also eines der gewaltigsten Zeichen überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Ja, vielleicht noch gewaltiger, ja, als dass die Sonne im Osten auf, im Westen aufgehen wird. Aber es geht jetzt hier um Zeichen, die kurz vor der Stunde eintreten werden. Und die aufzeigen werden, jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die Stunde eintreten wird. Wie lange konkret? Wir werden sehen, das können wir nicht bestimmen. Weil dieses kurz kann auch bedeuten, dass es sich um mehrere Jahre handelt, um Jahrzehnte handelt. Viele denken immer, wenn wir von kurz sprechen, dann sprechen wir von einem Monat oder einem Jahr, 2 Jahren. Nein. Was ist denn kurz und lang bei Allah? Das ist relativ. Wir werden auf diesen Aspekt, inshallah ta'ala, noch bei dem ersten Zeichen heute eingehen, wie Iznillah al-Sawajal. Und dann alle anderen Zeichen sind demnach was für Zeichen? Sind demnach kleine Zeichen. Ein weiterer Grund, warum die Gelehrten diese Unterscheidung vorgenommen haben, ist, dass diese großen Zeichen, von denen wir hier gesprochen haben, Zeichen sind, welche eine gewaltige Veränderung der gesamten Welt nach sich ziehen werden. Ja, sogar der physikalischen Gesetze. Sie werden die physikalischen Gesetze teilweise aussetzen. Wie beispielsweise, dass die Sonne im Westen aufgehen wird. Das bedeutet, dass all das, was wir gelernt haben bisher über das Universum, sich plötzlich verändern wird. Da gelten nicht mehr die Gesetze, die wir kennen. Dass irgendein Vieh erscheinen wird, was die Menschen markieren wird. Ist irgendwas mit dem Dings hier nicht in Ordnung? Ich weiß nicht. Ja. Okay. Ya'juj und Ma'juj. 2 Völker, die alles niederreißen werden. Merkwürdige Dinge, die geschehen werden. Wir werden inshallah ta'ala da nochmal sehr, sehr genau darauf eingehen, inshallah ta'ala. Aber zunächst ist einmal ganz, ganz wichtig, ja, eine Eigenschaft dieser großen Zeichen ist welche? Und zwar, die Welt, wie wir sie vorher gekannt haben, wird so wahrscheinlich da nicht mehr existieren. Es wird eine komplett andere Welt sein. Wie können wir jetzt aber die kleinen Zeichen unterteilen? Es sind ja sehr, sehr viele kleine Zeichen. Kann man die ebenfalls unterteilen? Ja, man kann sie ebenfalls unterteilen. Und hier gibt es auch unterschiedliche Versuche. Manche sagen, okay, wir unterteilen es grundsätzlich nur in klein und groß. Und andere sagen, nein, wir müssen auch die kleinen Zeichen noch einmal unterteilen. Und das macht unter anderem hier Sheikh, weil könnt ihr mal gucken, woran das liegt, ob das jetzt die Batterie ist oder ich weiß nicht. Das macht Sheikh Omar Suleiman al-Ashqar. Er hat so eine sehr schöne Reihe geschrieben über die Aqida. Und da hat er unter anderem ein Band, das ist das Band Nummer 5, über Al-Qiyama al-Sughra, der kleine sozusagen Qiyama, wo er dann auch auf diese Zeichen eingeht. Und er unterteilt die Zeichen, die kleinen Zeichen, nochmal in 3 Kategorien. Er unterteilt die kleinen Zeichen noch einmal in 3 Kategorien. Und zwar Zeichen, welche schon erschienen sind und sich nicht wiederholen werden. Zeichen, welche schon erschienen sind und sich nicht wiederholen werden und nicht mehr andauern. Dann Zeichen, welche geschehen sind und fortdauern oder einmal geschehen sind und sich auch wiederholen können. Wie beispielsweise bestimmte Fittern, bestimmte Versuchungen. Ja, denen die Menschen ausgesetzt sein werden. Es kann immer wieder auch Zeiten geben, wo sich das wiederholt. Aber beispielsweise, die Entsendung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam ist geschehen einmal und kann sich nicht wiederholen. Der Tod unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam ist einmal geschehen und kann sich nicht wiederholen. Und dann Zeichen, welche noch nicht eingetreten sind, noch gar nicht. Wie beispielsweise der Mahdi. Das ist nur ein Beispiel von mehreren Zeichen, die noch nicht eingetreten sind. Ja,
welche, wie gesagt, noch geschehen werden und welche aber zu den kleinen Zeichen gehören und nicht zu den großen Zeichen gehören. Ich halte diese Unterteilung für sehr, sehr gut und werde auch insha'Allah ta'ala diese Reihe auf dieser Unterteilung insha'Allah ta'ala aufbauen. Und wir wollen jetzt beginnen mit den ersten Zeichen, welche eingetreten sind und sich nicht wiederholen werden. Wir werden heute nicht alle behandeln, sondern wir werden heute wahrscheinlich nur auf 3 oder 4 eingehen, insha'Allah ta'ala. Weil mir geht es nicht darum, einfach nur die Zeichen zu erwähnen. Kann man auch ein Buch nehmen und einfach sich das durchlesen. Braucht man nicht extra hier zum Unterricht zu kommen. Sondern mir geht es darum, dass wir versuchen, insha'Allah ta'ala, meine lieben Geschwister, auch wirklich die Lehren daraus zu ziehen. Uns ein bisschen mit jedem Zeichen zu beschäftigen. Weil, wie es Hudhayfa ibn Yaman gesagt hat, die Leute fragten den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach den guten Dingen und ich fragte ihn nach den schlechten Dingen. Mit welcher Begründung? Aus Angst davor, dass sie mich ereilen könnten, dass sie mich einholen könnten. Und dementsprechend bin ich halt vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Und wir sollten uns ebenfalls vorbereiten, indem wir nicht einfach nur die Zeichen erwähnen, könnten wir einen Vortrag daraus machen und die Sache wäre erledigt. Sondern wir wollen insha'Allah ta'ala auch die wichtigsten Lehren für uns daraus ziehen. Was machen wir daraus? Wie gehen wir damit um? Was können wir daraus lernen? Welchen Nutzen können wir daraus für uns ziehen? Worauf sollten wir Acht geben? Und das allererste Zeichen, zu den kleinen Zeichen, welche schon geschehen sind und welche sich nicht wiederholen werden, ist aus meiner Sicht eines der, wenn nicht sogar das gewaltigste Zeichen überhaupt. Nämlich Bi'athatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Die Entsendung unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Zeichen, auf das eigentlich alle gewartet haben. Die Leute der Schrift haben darauf gewartet. Für die Christen ist es Jesus gewesen. Wo das eindeutig natürlich aus unserer Sicht nicht Jesus war. Und eigentlich auch das Alte Testament nicht darauf hindeutet, dass es Jesus gewesen sein kann. Die Juden warten immer noch auf dieses Zeichen. Auf den Messias, auf denjenigen, den sozusagen, der in ihren Schriften angekündigt wurde. Weil sie glauben ja nicht an Isa alaihi salam und sie glauben auch nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, alle Propheten von Adam alaihi salam bis sozusagen zum letzten Propheten Isa alaihi salam haben dieses Zeichen vorausgesagt und angekündigt und prophezeit. Nämlich, dass ein Prophet kommen wird mit dem Namen Ahmed, Muhammad, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmed. Und einen Propheten verkündend, der nach mir kommen wird und dessen Name Ahmed sein wird. Alle Propheten haben dies verkündet. Diesen letzten Propheten, den Allah subhanahu wa ta'ala hervorgehoben hat, gegenüber allen anderen Propheten. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ich bin der Führer unter den Kindern Adams und möchte damit nicht angeben. Ich gebe damit nicht an. Das ist einfach eine Tatsache. Allah Ta'ala, er hat unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam für diese Aufgabe auserwählt. Und auch am jüngsten Tag hat Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam auserwählt. Wenn alle Menschen nach einem Schafir, nach einem Fürsprecher suchen werden und am Ende Muhammad sallallahu alaihi wasallam für sie die Fürsprache machen wird. Und genau dies ist dann der Al-Maqam Al-Mahmud, die gelobte Stellung, welche Allah subhanahu wa ta'ala ihm am jüngsten Tag gewähren wird. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat selbst darüber gesprochen. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und hier gibt es mehrere authentische Überlieferungen, bei Bukhari und Muslim. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, wie es von Abu Huraira überliefert wird, Bu'ithtu ana was-sa'ati kahatayn. Ich und die Stunde wurden so gesandt. In einer anderen Überlieferung heißt es, wo das nochmal verdeutlicht wird, Ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Es wird von Sahl ibn Sa'd überliefert.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام. Ich sah den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er mit seinen beiden Fingern, zwei, dem Mittelfinger und dem Zeigefinger, ja, das machte, ja, und daraufhin sagte, Bu'istu ana wassa'ati kahatain. Ich und die Stunde wurden so gesandt. In einer anderen Version dieser Überlieferung, die von Anas ibn Malik überliefert wird, erläutert unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, was damit gemeint ist. Und er sagte, Bu'istu ana wassa'ati kahatain. Ich und die Stunde wurden so gesandt. Kafadli ihdahuma ala al-ukhra wa damma as-sababata wal-wusta. Okay. Ich und die Stunde wurden so gesandt. Und zwar in dem Sinne, dass der eine Finger etwas länger ist als der andere Finger. Was ist also damit gemeint? Damit ist gemeint, wenn das die Menschheitsgeschichte ist, ist hier an dieser Stelle kurz vor Ende unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesandt worden. Und es bleibt von der Menschheitsgeschichte nur noch so viel. Wenn das die Dunya ist, ist das alles vorüber. Und es bleibt nur noch wie viel? Es bleibt nur noch so viel von der Dunya. Manche Gelehrte haben gesagt, damit ist gemeint, die Nähe zwischen diesen beiden Fingern. Also beieinander. Also beide Bedeutungen sind sozusagen möglich. Einmal die Nähe. Oder, dass dieser Abstand sozusagen das ist, was von der Dunya noch übrig bleibt und der Rest ist schon vorüber. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber es sind schon 1400 Jahre vergangen und die Stunde hat immer noch nicht begonnen. Ist jetzt diese Überlieferung nicht richtig? Stimmt da etwas nicht? Natürlich ist sie richtig. Und das Problem ist, dass wir die Zeit völlig falsch einschätzen. Was sind denn schon, bitteschön, 1400 Jahre in der Menschheitsgeschichte? Wir wissen ja überhaupt nicht, wann Adam a.s. erschaffen wurde. Wissen wir ja gar nicht. Allahu a'lam, wie viele Tausende von Jahren das her ist. Oder vielleicht sogar Zehntausende von Jahren her ist. Wir wissen es nicht. Wir können uns hier nicht auf irgendwelche Daten im Alten Testament schützen, weil wir davon ausgehen müssen, dass das erfunden ist und hinzugedichtet wurde. Und dass das auch wissenschaftlich nicht richtig ist. Die Menschheitsgeschichte ist wahrscheinlich viel, viel älter. Allahu a'lam. Und was sind dann im Vergleich zu diesen Zehntausenden von Jahren? Und da lass es auch Tausende von Jahren sein, diese 1400 Jahre. Gar nichts. Und das Problem vieler Menschen ist, dass sie die Zeit aus ihrer ganz subjektiven Perspektive betrachten. Und denken, dass alles in ihrer Zeit geschehen muss. Aber wenn wir mal zurückblicken auf all die Generationen bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann werden wir merken, subhanallah, ja, was ist schon eine Generation? Was ist schon eine Generation? Auch eine Generation in 1400 Jahren. Was ist das? Das ist nicht mal eine Seite im Geschichtsbuch wert. Wenn man sich mal die Geschichtsbücher anschaut und mal guckt sozusagen, wenn es um irgendein Jahr geht in der Geschichte, es ist vielleicht nicht einmal eine Seite in einem Geschichtsbuch wert. Dieses eine Jahr. Und daran erkennen wir, Zeit ist relativ. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns das immer wieder vor Augen halten. Und er sagt, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Genau umgekehrt hier. Sie sehen es als etwas nah, weites an. Ja? Und wir sehen es als etwas nahes an. Nee, es ist genau richtig, schon verzeiht. Ja? Sie sehen es, also die Menschen denken, oh, dauert so lange. Aber für uns ist es sehr, sehr nahe. Und am jüngsten Tag, wenn wir auferstehen werden, werden wir auf diese Dunya ganz anders zurückblicken, als wir es jetzt tun. Unsere Sichtweise auf diese Dunya. Komm, setzt euch, inshallah, bismillah. Barakallahu. Versucht einfach, inshallah, so gut es geht, auseinanderzusetzen, das sagt man auch. Barakallahu. Ich danke euch. Wo sind wir stehen geblieben? Bei Zeit ist relativ, genau. Am jüngsten Tag beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala, wie die Menschen auf die Dunya zurückblicken werden. Es gibt einen schönen Dialog, in welcher Sura war das nochmal? Surat al-Anbiya, glaube ich. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي Surat al-Mu'minun, entschuldigt.
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. Wird sagen, wie viele Jahre habt ihr in der Erde oder auf der Erde verweilt? Die Menschen werden antworten, قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Sie werden sagen, verweilt haben wir einen Tag oder den Teil von einem Tag. Doch frage diejenigen, die zählen können. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Wird sagen, ihr habt nur ein wenig verweilt, wenn ihr doch nur wüsstet. Wenn ihr doch nur wüsstet. Und dann kommt etwas sehr Wichtiges hinzu. Und zwar, als kleine Ermahnung an uns, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Doch erhaben ist Allah, der König, der Wahre. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Herrn des Ehrwürdigen. Also die Menschen werden am jüngsten Tag zurückblicken und sie werden das Gefühl haben, sie waren auf dieser Erde gerade mal einen Tag gewesen. Warum? Weil am jüngsten Tag das Ganze noch viel länger sein wird. Ein Tag bei Allah ist am jüngsten Tag wie 50.000 Jahre auf dieser Erde. Was sind dann 1.400 Jahre? Ein Tag bei Allah 50.000 Jahre ist. Was sind dann 1.400 Jahre? Nichts, gar nichts, nicht mal der Teil eines Tages. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich und die Stunde wurden so gesandt, und jemand sagt, ja, es sind schon 1.400 Jahre vorüber. Was sind bitte schon 1.400 Jahre? Im Vergleich zur Menschheitsgeschichte. Rein gar nichts. Und wenn 1.400 Jahre nichts sind, was sind denn deine 60, 70 Jahre, die du auf der Erde lebst? Kann man sich jetzt mal in Relation setzen. Was sind denn diese 60, 70 Jahre, die du auf der Erde verweilen musst? Und für diese 60, 70 Jahre, die wir auf dieser Erde, in dieser Dunya leben, sind wir bereit, alles aufzugeben, unser Akhira aufzugeben. Wir verkaufen unser Akhira für ein Krümel. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal an diese Überlieferung erinnern, unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der er die Dunya mit dem Akhira verglichen hat. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, Wallahi mad dunya fil Akhira. Bei Allah, die Dunya ist im Vergleich zum Akhira, إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. Das ist meine Flasche. Das ist die Dunya. Dieser Tropfen ist die Dunya. Und wenn das das Meer wäre, diese Flasche hier, ja, ist das das Akhira. Ihr stellt euch hier ein Meer vor, nicht eine Flasche. Stellt euch hier ein Meer vor. Die Dunya ist dieser Tropfen, der an meinem Finger hängen bleibt. Das ist alles. Und der Rest ist das Akhira. Und ich verkaufe meine Akhira für diesen einen Tropfen an meiner Hand. La ilaha illallah. Wie dumm doch der Mensch ist, oder? Subhanallah. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Der Befehl Allahs ist so gut wie eingetroffen, so wünscht ihn nicht, ihn zu beschleunigen. Preis sei ihm. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Es ist alles sehr nah, nur ich merke das nicht. اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ. Nahe gerückt ist dem Menschen ihre Abrechnung. Nur was ist ihr Problem? وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ. Während sie sich in Unachtsamkeit abwenden. Und dementsprechend, es ist nicht wichtig, meine lieben Geschwister im Islam, wann die Qiyama beginnt. Wann ganz konkret jetzt der jüngste Tag beginnt. Sondern was ist viel wichtiger? Bist du vorbereitet oder bist du nicht vorbereitet? Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns genau darauf hingewiesen. Genau darauf. Einmal kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte, ja Rasulallah, Metasa'a, wann ist die Stunde? Was war die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Er hat ihm erstmal gar nicht geantwortet. Er hat erstmal sozusagen das Gebet vollzogen. Nach dem Gebet fragte er, wo ist derjenige, der nach der Stunde gefragt hat? Und dann sagte der Mann, أنا يا رسول ich habe gefragt nach der Stunde. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا. Und was hast du für die Stunde vorbereitet? Das ist das, worauf es ankommt. Ist doch völlig egal, wann die Stunde beginnt. Bist du vorbereitet oder bist du nicht vorbereitet? Das ist das, worauf es ankommt, oder? Und der Mann hatte eine Antwort parat und er sagte, يا رسول الله,
ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله. O Gesandter Allahs, ich habe gar nicht viel Fasten und viel Gebet vorbereitet für die Stunde. Außer, ich habe nichts gemacht, außer, dass ich Allah und seinen Gesandten liebe, woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, al-mar'u ma'a man ahab. Der Mensch ist mit denjenigen zusammen, die er liebt. Also, auch wenn du es nicht schaffst, viel zu machen, viel Ibadah zu machen, außer deine Pflichten, versuch immer unter diesen Menschen zu bleiben. Weil du wirst mit diesen Menschen auch am jüngsten Tag zusammen sein. Und wie es Imam al-Shafi'i gesagt hat, أحب الصالحين ولست منهم. عسى أن أنال بهم شفاعة. Ich liebe die Salihin, die frommen Menschen, auch wenn ich nicht zu ihnen gehöre. Aber vielleicht kriege ich durch sie was? Eine Fürsprache. Kommen wir zurück, inshallah ta'ala, zu diesem ersten Zeichen. Das heißt, ja, es sind zwar schon 1400 Jahre vergangen, seit der Entsendung unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber was sind schon 1400 Jahre? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns das noch einmal sehr bildlich dargestellt in einer anderen Überlieferung. Und zwar bei Bukhari und Muslim von Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِي مَنْ خَلَى مِنَ الْأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاتِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ. Eure Zeitspanne zu dem, was vorher an Religionsgemeinschaften, an Völkern vorhanden gewesen war, ist wie zwischen dem Asr-Gebet zum Maghrib-Gebet. Das heißt, wann fängt der Tag im islamischen Sinne an? Wann beginnt ein Tag? Mit Maghrib. Also Maghrib, Fajr, Esha, Fajr, Zuhur, Asr, all das ist schon vergangen. Es bleibt nur noch diese Zeit zwischen was? Zwischen Asr und Maghrib. Also von den 24 Stunden bleiben circa noch 2 oder 3 Stunden. Das ist alles, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das hier aufgezeigt hat. Fast alles ist vergangen, außer ein wenig. Das ist das erste Zeichen des jüngsten Tages. Die Entsendung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, zum zweiten Zeichen. Wir versuchen das so ein bisschen chronologisch anzugehen. Und zwar, das zweite Zeichen, was zu den Zeichen des jüngsten Tages gehört, ist ein Zeichen, welches wir sowohl im Koran vorfinden, als auch in der Sunna unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und welches sich zu Lebzeiten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam abgespielt hat. Welches Zeichen ist das? Und zwar, das Zeichen, welches wir finden in dem ersten Vers von Surat al-Qamar. Im ersten Vers von Surat al-Qamar. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, die Surah Nummer 54. Iqtarabati sa'atu wa anshaqqa al-qamar. Näher ist die Stunde des Gerichts gekommen und gespalten hat sich der Mond. Und gespalten hat sich der Mond. Es wird überliefert authentisch bei Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi, irgendwas ist nicht in Ordnung, ich weiß nicht, ob das hier dran liegt oder woran das liegt, keine Ahnung. Ja, ich versuche mich gar nicht zu bewegen. Also ich bewege mich normalerweise mehr. Ja. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von den Muschrikun immer wieder herausgefordert wurde, ihnen ein Zeichen zu liefern. Wir wissen, die Zeichen liegen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat das auch sehr schön thematisiert und Surat al-Isra, wo er darüber berichtet, dass die Muschrikun immer wieder ihn dazu aufgefordert haben, ein Zeichen zu bringen. Beispielsweise sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Isra, وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Und sie sagen, wir werden dir nicht glauben, bis du uns aus der Erde eine Quelle hervorströmen lässt. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Oder bist du einen Garten mit Palmen und Rebstöcken hast, in dem du dazwischen Flüsse ausgiebig hervorströmen lässt. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Oder bist du dem Himmel, wie du behauptet hast, auf uns in Stücken herabfallen lässt. Oder Allah und die Engel vor unsere Augen bringst.
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء oder bist du ein Haus aus Gold hast oder in den Himmel aufsteigst. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. Und wir werden nicht an deinen Aufstieg glauben, bis du auf uns ein Buch herabsendest, das wir selbst lesen können. Subhanallah, was für Sachen, die sie gefordert haben. Ja, und selbst wenn er es bringen würde, sie hätten gar nicht an ihn geglaubt, hätten gesagt, das ist nur ein Zauber. Das heißt, jemand, der nicht glauben will, der wird nicht glauben. Warum? Weil Allah Ta'ala uns überhäuft hat mit Zeichen. Überall um uns herum sind Zeichen dafür, dass es Allah gibt. Überall um uns herum, in uns selbst, sind Zeichen, die darauf hindeuten, dass du nicht einfach so erschaffen sein kannst, entstanden sein kannst durch Zufall. Alles deutet darauf hin, dass es einen Schöpfer geben muss. Wenn jemand all das nicht erkennt, dann wird es ihm auch nichts bringen, dass er irgendein Wunder sieht, weil er will nicht glauben. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala? Dann im Anschluss, قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ. Sag, Preis sei meinem Herrn, bin ich etwas anderes als ein menschliches Wesen und ein Gesandter? Und dann erklärt Allah Subhanahu wa Ta'ala, warum viele Menschen auch nicht bereit sind zu glauben. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَ. Und nichts anderes hielt die Menschen davon ab zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam, außer dass sie sagten, hat denn Allah ein menschliches Wesen als Gesandten geschickt? Was soll denn Allah sonst schicken? Soll er einen Engel schicken? Ein Prophet hat die Aufgabe, auch ein Vorbild zu sein für die Menschen, damit die Menschen ihn nachahmen können. Und deswegen sagt Allah in der Ayah danach, قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَ. Sagt, wenn es auf der Erde Engel gäbe, die da in Ruhe umhergingen, hätten wir ihnen vom Himmel wahrlich einen Engel als Gesandten hinabgesandt, wenn Engel wäre. Aber es sind nur Menschen. Und dementsprechend schickt Allah Ta'ala Menschen. Und trotzdem hat Allah Ta'ala in einem Moment ein Wunder geschehen lassen, was einige der Muschrikun in Mekka auch gesehen haben. Und dieses Wunder ist die Spaltung des Mondes. Und wie war das ganz konkret gewesen? Und zwar wird überliefert jetzt in verschiedenen authentischen Überlieferungen, die absolut authentisch sind, dass der Mond sich in zwei Hälften gespaltet hat, sodass eine Hälfte vor dem Berg war und eine Hälfte hinter dem Berg war. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann nur zu den Leuten sprach, Ishadu, bezeugt selbst. Haben sie geglaubt? Sie haben trotzdem nicht geglaubt. Sondern sie haben einfach nur gesagt, es ist wieder Zauberei. Und genau das sagt Allah Ta'ala direkt danach in Surat Al-Qamar. وَإِنْ يَرَوْ آيَةً يُعْرِضُ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Und wenn sie ein Zeichen sehen, wie die Spaltung des Mondes, ein gewaltiges Zeichen, wenden sie sich ab und sagen fortdauernde Zauberei. Und sie erklären es für Lüge und folgen ihren Neigungen. Doch jede Angelegenheit ist festgesetzt. Meine lieben Geschwister, wir gehen noch mal kurz nachher auf dieses Zeichen ein, inshallah ta'ala. Aber hier ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Für jeden Einzelnen von uns. Für Leute, die erwarten, damit sich ihr Leben verändert oder damit sie anfangen zu beten oder damit sie anfangen zu praktizieren, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Zeichen zu ihnen sendet. Was so klar und deutlich ist, dass im Grunde genommen alles dafür spricht, dass Allah ta'ala sie wirklich hier auffordert, mit dem Gebet oder mit dem Praktizieren anzufangen. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Wer glaubst du eigentlich, wer du bist als kleiner Mensch? Dass Allah subhanahu wa ta'ala extra für dich einen Engel auf dich herabsendet, der dir sagt, du sollst beten? Reichen dir all die Zeichen nicht aus, die dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat? Wallah, ich habe Leute wirklich, die haben so klare Zeichen bekommen und es hat ihnen nichts gebracht. Ich kenne Leute persönlich. Ein Bruder, den ich persönlich kenne, subhanallah. Der war einmal mit einem, das ist eine Geschichte, die ich aus erster Hand kenne, wirklich aus erster Hand. Ich habe es direkt von ihm gehört. Und nicht nur von ihm allein, sondern noch von jemandem, der mit dabei gewesen war. Er war das ist erst vor 2-3 Jahren gewesen. War auf einer Bootsfahrt gewesen. Hier in Berlin.
Und während der Bootsfahrt, es ist wirklich keine erfundene Geschichte, das ist wirklich so geschehen, 1:1. Er kam sogar noch am selben Tag zu mir, hat geweint und hat Taube gemacht und all das. Plötzlich wurde er gewürgt. Und irgendeine Stimme hat zu ihm gesprochen, fang endlich an, wann willst du endlich anfangen mit dem Praktizieren? Er hat keine Luft bekommen. Das ist mein Schwager, der mit dabei gewesen war. Ja, also der Bruder von meiner Frau, hat es selbst gesehen. Und er hat auch deswegen angefangen zu praktizieren, subhanallah. Er wurde auf dem Boot gewürgt. Hat keine Luft mehr bekommen. Das war kurz vor Ramadan gewesen. Subhanallah, angefangen zu beten und all das. Meinte, was für ein Zeichen von Allah Ta'ala. Ein paar Wochen später wieder aufgehört. Was willst du noch für ein Zeichen? Was willst du noch für ein Zeichen, als dass du gewürgt wirst und dir eine Stimme sagt, fang an zu beten? Was willst du noch mehr? Worauf deutet das hin? Wenn jemand nicht will von sich aus, dem bringt nicht einmal etwas, dem würde es nicht einmal etwas bringen, wenn er Jibril alaihi salam vor Augen sehen würde. Wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Es liegt an dir. Allah hat dir einen freien Willen gegeben. Allah hat dir einen Verstand gegeben, mit dem du nachdenken kannst. Allah hat dir den Koran gegeben. Allah hat dir den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegeben. Was willst du mehr? Willst du ein eigenes Buch, was auf dich herabkommt vom Himmel? So wie es Allah Ta'ala in Surat Al-Mudaththir sagt am Ende, dass jeder von ihnen Suhuf al-Munashara bekommt, ein eigenes Buch vom Himmel, muss jeder direkt angesprochen werden, wo die Zeichen doch klar sind. Das heißt, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du diesen Weg nicht gehst, dann liegt es nicht daran, dass Allah Ta'ala dir nicht genügend Zeichen gegeben hat, sondern es liegt an dir selbst. Dass du nicht bereit bist, die Zeichen, die dir Allah gegeben hat, richtig zu deuten. Und aus diesen Zeichen das Beste zu machen. Ja, es gibt Menschen, die haben Zeichen. Ganz klare Zeichen. Und sie kennen die Zeichen. Und sie sind überzeugt von der Wahrheit. Und trotzdem handeln sie nicht danach. Und Allah Ta'ala gibt uns ein Beispiel im Koran. Allah Ta'ala, er erzählt uns von Bal'am ibn Ba'ura in Surat Al-A'raf. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Verließ ihnen die Kunde desjenigen, denen wir unsere Zeichen gegeben haben. Ich muss aufpassen. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, hat sich davon getrennt. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, der Shaitan folgte ihm. فَكَانَ مِنَ الْغَوِيَ, er gehört zu den Irrigen. وَلَوْ شَيْطَنَ لَرَفَعْنَاهُ بِهِ, wenn wir gewollt hätten, wir ihn damit erhöht. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, aber er von sich aus wollte ewig auf der Erde bleiben. وَاتَّبَعَهَا, und befolgte seine Neigungen. Was heißt das? Es gibt Menschen, die kennen die Wahrheit, aber sie befolgen sie trotzdem nicht, obwohl sie die Wahrheit kennen. Und wie viele von den Muschrikun zur Zeit des Propheten Sosen kannten die Wahrheit, aber haben sie nicht befolgt? Wie viele Muslime heutzutage kennen die Wahrheit, aber befolgen sie nicht? Wie kommt es, dass es Gelehrte gibt, welche sich in den Dienst von einem Tyrannen stellen? Dieser Gelehrte, hat er nicht studiert, kennt er nicht die Wahrheit, er kennt die Wahrheit. Warum verkauft er aber sein Akhira für die Dunya, obwohl er die Wahrheit kennt? Das heißt, es liegt nicht daran, dass es zu wenig Zeichen gibt. Es liegt an den Menschen selbst. Iblis! Iblis! Kannte er nicht die Wahrheit? Er hat alles gesehen. Er hat gesehen, die Engel gesehen. Er war mit den Engeln zusammen gewesen. Er hat mit Allah gesprochen. Was willst du mehr, als mit Allah zu reden? Und er hat die Wahrheit nicht befolgt. Das heißt, es liegt nicht an den wenigen Zeichen. Es liegt an den Menschen selbst, der nicht bereit ist, die Zeichen zu befolgen. Kommen wir jetzt noch einmal zurück zu diesem Zeichen mit dem Mond. Wie ist das eigentlich mit diesem Mond? Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass der Mond wirklich gespaltet wurde? Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, geschaut. Da gibt es so im Internet einige NASA-Bilder, die, also Bilder von der NASA, die vom Mond aufgenommen wurden, die im Internet herumschwirren. Oh, ich werde da immer etwas sehr, sehr vorsichtig. Natürlich gibt es längere, auch solche Risse im Mond. Ist das wirklich auf diese Spaltung des Mondes zurückzuführen oder nicht? Kann man das überhaupt wissenschaftlich nachprüfen oder nicht? Ist es überhaupt wichtig, dass wir das wissenschaftlich nachprüfen? Brauchen wir das als Muslime? Brauche ich einen Beleg dafür von der NASA, dass der Mond wirklich gespaltet wurde? Meint ihr wirklich, dass wenn das sogar belegt werden würde, dass mehr Menschen glauben würden? Ich weiß es nicht, ich bezweifle das. Ich bezweifle das. Welche einzelne Menschen hier? Aber jemand, der wirklich glauben will, der glaubt nicht, weil er ein Bild von der NASA sieht. Da wird es irgendwelche Leute geben, die das wieder in Frage stellen werden. Ich meine, es gibt Leute, die in Frage stellen, dass die Erde rund ist. Ja? Obwohl es wissenschaftlich nachgewiesen ist. Ja, es gibt Leute, die das in Frage stellen. Und dementsprechend, ja, ist das überhaupt wichtig, dass wir irgendwelche
physikalischen irgendwelche anderen Beweise haben, die man experimentell sozusagen nachprüfen kann, dass der Mond wirklich gespaltet wurde, oder reicht mir nicht einfach der Koran aus? Ich meine die Muschrikun, subhanallah, sie kannten diese Ayah. Hätten sie nicht sagen können, das ist völliger Unsinn, der Mond wurde gar nicht gespaltet? Sie haben es nicht verleugnet. Sie haben nie gesagt, Mohammed ist ein Hochstapler, weil er hier im Koran etwas behauptet, was nicht geschehen ist. Sie sagen lediglich, es ist Zauberei gewesen. Ist das nicht schon Beweis genug, dass es wirklich geschehen ist? Gut, gibt es aber vielleicht doch noch irgendwelche Hinweise? Ich habe einige interessante Sachen gefunden, aber ich kann sie selbst nicht wirklich nachprüfen. Aber es soll eine Schrift geben aus dem indischen Raum von sozusagen einem König mit dem Namen Shukra Farti Sharaman, der in Indien in Malabar, an der Malabarküste sozusagen gelebt haben soll, der das auch wirklich aufgezeichnet haben soll, dass sie gesehen haben, wie der Mond in dieser Zeit, genau wo der Prophet entsandt wurde, gespaltet gewesen war. Es soll da auch angeblich eine Handschrift geben. Ich habe selbst nicht gesehen, aber es schreibt unter anderem Mohammed Hamidullah in einem seiner Bücher. Und es soll sogar einige Bauten geben, welche in dem Jahr, in dem der Mond gespaltet wurde, errichtet worden waren und die danach auch bezeichnet wurden. Allahu a'lam, ich weiß es nicht. Am Ende ist es für uns nicht wichtig. Heute versucht jemand hier. Vielleicht kann man ein anderes Mikrofon nehmen. Ciao. Am Ende ist es auch nicht wirklich wichtig. Ja? Wir verinnerlichen das, was im Koran steht, das, was authentisch von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde, und zwar, dass Allah Ta'ala in seiner Allmacht den Mond hat spalten lassen für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dass einige der Muschrikun das auch gesehen haben, es auch gar nicht verleugnet haben, dass es geschehen ist, sondern lediglich gesagt haben, dies sei eine Form von Zauberei. Nicht mehr und nicht weniger. Das nächste Zeichen, welches zu den kleinen Zeichen des jüngsten Tages gehört, ist der Tod unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es authentisch überliefert wird, von Auf ibn Malik gesagt, also Auf ibn Malik sagt, ataytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ich ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht von Tabuk. Wann war die Schlacht von Tabuk gewesen? Müssten jetzt einige Sira-Experten hier haben. Wann war die Schlacht von Tabuk? Nein, nicht 8. Die Schlacht von Tabuk. Die Schlacht von Tabuk. Ja. 9, genau. Im 9. Jahr nach der Hijra, barakallahu fik. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war gerade in einem Zelt gewesen aus Leder. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte dann zu ihm, U'du zittan bayna yaday sa'a. Zähle 6 Dinge vor der Stunde. Und dann nannte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam als erstes was? Mauti, meinen Tod. Dass er diese Dunya verlassen wird, ist eines der Zeichen des jüngsten Tages. Mit anderen Worten, die Sahaba radhiyallahu alaihim, sie wussten, die Stunde kann nicht beginnen, solange der Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch am Leben ist. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam extra hier seinen Tod? Was ist der Grund? Es hat einen tiefgründigeren Aspekt. Und zwar, erst mit dem Tod unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam waren überhaupt einige Ereignisse denkbar gewesen. Eines Tages kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Zainab bint Jahsh, seiner Ehefrau, Ummul Mu'minin, der Mutter der Gläubigen. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, er war schon bei ihr gewesen und er stand plötzlich auf, mitten in der Nacht. Und er sagte, La ilaha illallah, wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab, wehe den Arabern vor einer bösen Angelegenheit, die sich genähert hat. Warum? Was ist diese böse Angelegenheit? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, es wurde solch ein Loch von dem Wall Ya'juj und Ma'juj heute geöffnet. Was will der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, lieben Geschwister, uns damit sagen? Er will uns damit sagen,
dass nach seiner Zeit die Fittern, die Versuchungen und das Schlechte und das Böse sich auch in seiner Umma verbreiten wird. Zu seiner Zeit, zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war das nicht denkbar gewesen. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, darauf kommen wir noch ausführlich zu sprechen, einmal bei einer Person sich nicht sicher war, ob sie der Messias Dajjal ist oder nicht. Diese Person hieß Ibn Sayyad. Das ist eine sehr merkwürdige Gestalt. Wir kommen noch darauf ausführlich zu sprechen, wenn wir über die großen Zeichen sprechen werden. Da wollte Umar ibn Khattab ihn sozusagen töten. Er meinte, lass uns ihn doch töten, wenn er der Messias Dajjal ist. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er wirklich hier sein sollte, dann werde ich mich um ihn kümmern. Also mit anderen Worten, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, wenn der Prophet anwesend ist, er kümmert sich um die schlechten Dinge. Solange er da ist, ist alles sicher. Und wenn nicht, dann könntest du ihn so und so nicht töten, weil du nicht derjenige bist, der ihn töten wird. Wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt hatte der Prophet auch noch nicht alle Informationen gehabt, dass Isa a.s. derjenige sein wird, der den Messias Dajjal töten wird. Das heißt, durch den Tod unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde die Tür und das Tor zu den Versuchungen, zu den Fittern geöffnet. Viele Dinge wie die Spaltung dieser Umme wären nicht denkbar gewesen, wäre der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch da gewesen. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, ging Abu Bakr as-Siddiq und Umar ibn Khattab zu Ayman. Ayman war die Frau, die sich um den Propheten sallallahu alaihi wasallam gekümmert hat, als er noch klein war. Und sie sahen, wie sie weint. Und sie sagten, hab Geduld, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist an einem besseren Ort. Woraufhin dann Ayman sagte, ich weine nicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist. Ich weiß, dass er an einem besseren Ort ist. Sondern ich weine, weil durch den Tod unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Offenbarung unterbrochen wurde, abgebrochen wurde. Mit anderen Worten, wir wissen nicht mehr genau, was richtig und was falsch ist. Wir haben nur noch den Koran und die Sunna des Propheten und müssen jetzt selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist. Subhanallah. Und dementsprechend, der Tod unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist ein Tor dafür gewesen, dass sich die Fitten unter der Umme verbreiten. Kommen wir jetzt zu dem letzten Zeichen für heute, inshallah ta'ala, was ebenfalls in derselben Überlieferung steht. Und zwar, der Prophet hat ja gesagt, zähle 6 Dinge vor der Stunde. Meinen Tod. Und was ist das nächste? Der Prophet sagte, Fathu Bayt al-Maqdis, die Eroberung Jerusalems. Die Eroberung Jerusalems. Wann sollte die Eroberung Jerusalems stattfinden? Weiß das jemand von euch? Wann war die Eroberung Jerusalems gewesen? Nach der Hijra. In wessen Zeit? Was ist jetzt los? Kein Echo mehr. Okay, umso besser. Tamam. In welcher Zeit war die Eroberung Jerusalems gewesen? Also unter wessen Herrschaft? Ja. Umar ibn Khattab. In welchem Jahr genau? Weiß es jemand? Im Jahr 16 nach der Hijra. Im Jahr 16 nach der Hijra. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das vorausgesagt. Subhanallah. In der Schlacht von Tabuk. Als sie auf dem Weg sozusagen Richtung Norden gewesen, um auch gegen einige Byzantiner zu kämpfen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau das angekündigt. Und wenige Jahre nach dem Tode unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, genau 6 Jahre nach dem Tode unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist genau das eingetreten. Wie müssen sich die Sahabe gefühlt haben? Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es prophezeit und 6 Jahre später ist es wirklich eingetreten. Und wie es eingetreten ist. So unglaublich gewesen, diese Eroberung von Jerusalem. Und zwar, die Muslime hatten ja versucht, zunächst erst einmal unter Amr ibn As und dann Abu Ubaidah ibn Jarrah Jerusalem zu belagern. Und sie konnten es nicht einnehmen. Und am Ende haben die Bewohner von Jerusalem sich darauf geeinigt, mit den Muslimen zu verhandeln. Und sie haben gesagt, wir sind nur bereit, mit eurem Kalifen zu verhandeln. Weil in unseren Büchern unter anderem steht, ja, dass eine ganz bestimmte Person Jerusalem einnehmen wird. Und Umar ibn Khattab, er kam dann zunächst erst einmal an einen Ort, der hieß Jaba in Asham, in der Nähe von den Golanhöhen heutzutage, in Syrien.
Und er hat sich dort getroffen mit allen Heeresführern, mit Khalid ibn Walid, mit Abu Ubaidah ibn Jarrah, ja, also mit all diesen wichtigen Persönlichkeiten. Und auf jeden Fall, als sie dann ankamen, hatten sie die Rüstungen der Byzantiner an. Ja, solche Kettenrüstungen und waren sehr, sehr edel gekleidet. Und als Umar ibn Khattab sie von weitem sah, nahm er Steine und warf sie auf sie. Hat sie beworfen. Weil sie waren 2 Jahre schon unterwegs gewesen. Ja, er hat sie 2 Jahre lang nicht gesehen. Und er hat sie beworfen mit Steinen. Wie könnt ihr diese Rüstung anziehen? Habt ihr euch so schnell verändert? Hat die Dunja euch so sehr eingenommen? Weil er kam mit ganz einfacher arabischer Kleidung zu Palawa. Und dann haben sie versucht, ihn zu beruhigen. Und gesagt, guck mal, ja, wir kämpfen hier gegen Leute, die ebenfalls solche Rüstungen tragen. Und sie würden uns nicht respektieren, wenn wir das nicht tragen. Und wir können sie auch schneller besiegen, wenn wir diese Rüstung tragen. Und dann wurde er ruhig. Gut. Und auf jeden Fall kamen dann die Leute von Jerusalem, von der Stadt. Sie hieß damals Ibiyah zu diesem Zeitpunkt. Und sie haben dann mit Umar ibn Khattab eine dieser Wathiqa Umariyya ausgehandelt. Das wäre ein Vortrag für sich, auf den wir jetzt heute nicht, aber das Thema können wir jetzt nicht eingehen. Sie haben einen Vertrag ausgehandelt. Und sie waren bereit gewesen, Umar ibn Khattab wirklich die Schlüssel zu übergeben. Und als sie den Vertrag ausgehandelt hatten, haben sie Umar ibn Khattab dann in Jerusalem hinter den Stadtmauern empfangen. Wie war das aber jetzt gewesen? Und zwar Umar ibn Khattab, er machte sich dann von den Golanhöhen, also von diesem Ort Jaba, machte er sich auf den Weg mit einem seiner Bediensteten. Und sie hatten nur ein Reittier gehabt, ganz normales Reittier. Und sie haben sich immer abgewechselt. Ich glaube, es waren 50 Verse gewesen. 50 Verse darf er, sozusagen die Länge von 50 Versen, darf Umar ibn Khattab reiten und die sozusagen andere Zeit darf dann der Diener reiten. Und als sie dann ankam, kurz vor den Stadtmauern Jerusalems, da gab es einen Ort, der war so ein bisschen matschig gewesen. Und jetzt war aber die Zeit von wem gewesen? Von den Bediensteten, von diesem Diener von Umar ibn Khattab. Und der Diener sagte, ja, Amir al-Mu'minin, wir sind jetzt da, das ist kein Problem, ich gebe dir gerne meinen Teil ab, ja, aber lass mich laufen und du reitest. Er meinte, bei Allah, niemals. Ja, es ist genau jetzt sozusagen deine Zeit, wo du reiten darfst, ja, und du wirst reiten. Und er ist dann durch den Matsch gelaufen, während sein Diener auf dem Pferd gewesen ist. Und als die Leute Jerusalems das gesehen haben, haben sie gewusst, das ist die Prophezeiung, welche sie in ihren Büchern finden. Ich habe heute einen Vortrag gehört diesbezüglich noch einmal, dass irgendwie in ihren Büchern auch stehen soll, dass da ein gewisser Imr, also wie Umar, ja, auch wirklich sozusagen drinstehen soll. Und ich habe das auch nochmal nachgeprüft. Und ich habe jetzt kurz, bevor ich hierher gekommen bin, nochmal was gefunden diesbezüglich. Aber müsste ich nochmal überprüfen. Es gibt wirklich eine Stelle im Alten Testament, die ist sehr, sehr interessant. Die Christen interpretieren sie anders, als wir das als Muslime tun würden. Und es ist sehr interessant, dass dort genau so etwas steht, dass da jemand kommt mit einem, sozusagen auf einem Reittier. Ja. Und aber ich würde das auf nächste Woche nochmal verschieben. Ich werde das nochmal recherchieren, inshallah. Dann sollte ich da was Interessantes finden, dann würde ich euch diese Stelle aus dem Alten Testament vorlesen. Und dass wir dann auch Bescheid wissen, dass wirklich diese Prophezeiung im Alten Testament vorhanden gewesen war. Und subhanallah, sie haben die Schlüssel von Jerusalem in die Hand von Umar ibn Khattab gelegt. Und jetzt kommt Umar ibn Khattab in Jerusalem an, mit seiner einfachen Kleidung, sehr bescheiden. Und sie kommen jetzt zu der Grabeskirche, diese wichtigste Kirche für die Christen überhaupt. Und Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, er muss jetzt beten. Und er hätte eigentlich in der Kirche beten können, aber er betet nicht in der Kirche. Und er betet auch nicht auf der Türschwelle von der Kirche, sondern er betet extra an einen anderen Ort. Mit welcher Begründung? Mit der Begründung, dass die Leute nach Umar ibn Khattab kommen könnten und sagen könnten, hier hat Amir al-Mu'minin, der Befehlshaber der Gläubigen, gebetet. Dies ist eine Moschee. Allahu Akbar. Was für eine Toleranz. Was für eine Toleranz gegenüber den Christen. Und sie durften ihre Moscheen behalten. Und subhanallah, heute immer noch gibt es diese Kirchen. Und nicht nur das. Wisst ihr, wer die Schlüssel für die Grabeskirche hat? Ist es die Grabeskirche oder die Geburtskirche? Grabeskirche ist richtig. Wisst ihr, wer die Schlüssel für die Grabeskirche hat? Wisst ihr das? Hä? Ja, es ist eine muslimische Familie. Eine muslimische Familie? Es gibt Dokus, könnt ihr euch angucken. Eine muslimische Familie hat die Schlüssel für die wichtigste Kirche der Christenheit überhaupt. Was ist der Grund? Und das schon seit, ich glaube, seit Jahrhunderten, glaube ich schon. Ich weiß nicht, wie lange, aber schon seit sehr langer Zeit. Woran liegt das? Dass eine muslimische Familie die Schlüssel zur Grabeskirche hat. Wie kann das sein? Der Grund ist,
Ja, weil die verschiedenen christlichen Konfessionen sich sonst streiten würden, haben sie gesagt, okay, wir können uns nicht einigen, also nehmen wir jemanden, ja, der kein Christ ist, und das sind die Muslime. Und wir vertrauen den Muslimen. Ich meine, durch die Muslime konnte erst diese Grabeskirche überhaupt bis heute bestehen. Also kriegen sie den Schlüssel und sie sind es auch, die die Grabeskirche jeden Tag aufmachen und jeden Tag schließen. Subhanallah. Bis in unsere heutige Zeit. Seit der Zeit von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, haben die Christen die Möglichkeit, dort zu beten und ihrer Religion nachzugehen. Und dann wird behauptet, Muslime seien nicht tolerant. Seid euch sicher, wallahi, wenn es eine andere Religion gewesen wäre, eine andere Religionsgemeinschaft, die Jerusalem erobert hätte, dann hätten wir heute keine Kirchen mehr dort, nichts mehr dort. Ja, dann wäre alles verändert worden. Ja? Und das haben wir immer wieder gesehen in der Geschichte. Immer wieder gesehen in der Geschichte. Aber die Muslime, sie haben einen göttlichen Befehl, dass sie tolerant sein müssen gegenüber den anderen Religionsgemeinschaften. Und deswegen tun sie das auch. Und sie wissen auch ganz genau, wer nicht tolerant ist, der handelt unislamisch. Und deswegen alle Muslime auf der gesamten Welt haben sich gegen wen gestellt? Gegen den IS. Weil er so intolerant gewesen ist gegenüber allen anderen religiösen Minderheiten. Nicht, also auch gegenüber den Muslimen natürlich. Ja, aber auch gegenüber den Jesiden und den Christen und all den anderen. Alle Muslime haben sich dagegen gestellt. Warum? Weil es einfach unislamisch ist. Und weil das der Islam ist, in dem Allah Ta'ala uns befohlen hat, tolerant und respektvoll zu sein gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Das sind die fünf Zeichen, mit denen wir, die vier Zeichen, mit denen wir uns heute beschäftigt haben. Nächste Woche, inshallah Ta'ala, werden wir weitermachen. Wir werden noch einige Zeichen haben, die eingetroffen sind und die sich nicht wiederholen werden, also zu dieser ersten Kategorie gehören.